Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Power City. Und wir legen gleich los, ab geht's auf den Server. Und ja, der Timer läuft. Landschaft wird heruntergeladen. Das ist gut. So, wie sieht's denn bei uns aus? Wir haben nämlich Folgendes am Start. Genau, wir haben hier das letzte Mal ausprobiert, wie denn so ein Block aussehen könnte. Und der sieht für uns so gut aus, dass wir den ganz klar dafür verwenden, um unser Haus zu bauen. Interessant jetzt auch hier in der Kombi. Können wir mal gucken, wie das aussieht in der Kombi. Vielleicht kann man da ab und zu mal so einen Block reinbauen, damit es nicht allzu perfekt aussieht, sondern so ein bisschen aussieht wie ein natürliches Gebäude, das auch in der echten Welt existieren könnte. So. Ja, dann schauen wir mal, wie sieht es unseren Kühen aus. Es scheint niemand mehr auf dem Server gewesen zu sein, denn die Kuh ist immer noch klein. Das ist okay. Auch unser Weizen ist nicht allzu viel gewachsen. Aber da hinten liegt ein Stückchen Erde. Das ist unsere Erde vom Fenster. Das heißt, es ist immer noch alles so, wie wir es gestern vorgefunden haben. Und ja, da können wir gleich mal gucken, wie wir hier unser Häuschen bauen werden. Wir werden das hier hinten anbauen, bis direkt an die Grenze. So viel steht fest. Ich weiß noch nicht, ob wir das hier noch ein Stückchen weiter raus machen. Wahrscheinlich schon. Vielleicht hier auch bis komplett an die Grenze. Und dann hier noch ein Stückchen raus. Das habe ich mir schon vorgenommen. Und wir werden dann hier den Eingang hinbauen. Richtig schön fett prunkig. Auch mit schönem Bodenbelag am Start. Habe ich mir neulich mal ausgemalt. Dann haben wir hier sozusagen einmal unsere fette Terrasse. Und hier haben wir auf jeden Fall einen Zombie am Start. Hallöchen! Oh, da ist unser Schwert gerade kaputt gegangen. Kein Problem, wir haben noch ein Steinschwert. So, solange hier keine Creeper am Start sind, ist alles gut. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch erstmal pennen. Und legen dann unseren Grundstein für unser Haus. Und werden dann wahrscheinlich erstmal losziehen und ein bisschen Marble abbauen. Denn davon brauchen wir ein bisschen was, würde ich sagen. Ja, wir haben heute also ein bisschen was vor. Wir haben jetzt einige so Projektchen am Start. Einmal hier auch die Terrasse für da oben, das Dach noch drauf. Dann das Haus selbst bauen. Und außerdem wollen wir uns um eine Bienenzucht kümmern, während wir nebenbei noch unser Feld haben und unsere Kühe. Es ist also ein bisschen was los. Euch wird es mit Sicherheit nicht langweilig werden im Stream, mir auch nicht. Und ja, gehen wir mal schnell pennen. Haben wir eigentlich noch was im Ofen drin? Nope. Alright. Okay, ab geht's. Pen. So, einen wunderschönen guten Morgen. Dann werden wir mal was essen. Etwas verschnabulieren. Nein, nicht dieser Knopf, sondern so, genau. Mittlerweile haben wir ja sogar Brote am Start. 10 Brote, 6 Äpfel, 5 gebratenes Schweinefleisch. In Zukunft werden wir das gar nicht mehr so sehr brauchen, das Schweinefleisch. Wir können uns komplett vegan ernähren sozusagen. Aber wir haben natürlich unsere... oh, hier haben wir noch viel mehr Weizen. Wie geil. Sehr cool. Da können wir eigentlich auch schnell noch ein Brot draus machen. Wir werden nämlich nicht alles brauchen, um es zu verfüttern. Das heißt, wir können hier ruhig nochmal 10 Brote draus machen. Und bis dann unsere Kühe wieder soweit sind, haben wir wieder neues Weizen. So, ich bin ein bisschen platt, muss ich sagen, denn ich habe gerade eben ein paar Stunden lang The Curious Expedition aufgenommen. Sehr geiles Spiel. Und ja, solltet ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Auch auf meinem Kanal unter DroidboyLP. So, jetzt brauchen wir für das Fundament, würde ich sagen, ein paar Pflastersteine haben wir auf jeden Fall. Schäufelchen haben wir am Start, Spitzhacke auch. Dann werden wir jetzt mal gucken, wie wir nämlich dann hier das Ganze planieren. Ich würde nämlich sagen, wir begradigen das alles und bauen dann da unser Haus dran. Die Frage ist nur, wie bauen wir das sozusagen hoch? Wie weit lassen wir unser Haus gehen? Wie tief soll das Haus werden? Und also nicht tief im Sinne von Tiefe, sondern in solcher Tiefe hier. Dass wir das auf jeden Fall bis hier an den Rand machen, ist klar. Das heißt, glaube ich, dass wir hier auch eine oder zwei... Nee, nur eine oder machen wir doch zwei. Ja, ich würde sagen, wir nehmen hier zwei Ebenen ab.
Und sammeln nebenbei noch schön Schneebälle. Hervorragend. So. Ja, das ist leider ein bisschen langweilig, aber da kann man leider nichts tun, denn wir haben nicht so wirklich die Wahl. Streamen dürfen wir nicht mehr. Und deswegen machen wir jetzt alles hier natürlich. Aber, oh, natürlich klopft jetzt auch hier unser Dach dran. Da müssen wir gleich noch ein bisschen eine Interimslösung finden, wie es so schön heißt. Ja, einfach Ersatzlösung für ein Dach. So, im Prinzip ist es auch nicht so schlimm, weil hier sind sowieso keine Monster am Start, weil wir alles gut ausgeleuchtet haben. So, das geht ja flotti karotti. Oh, das war ein bisschen zu weit. Können wir gleich wieder hinbauen, dass hier tatsächlich keine Monster an den Start gehen. Bam, bam. So. Falsches Instrument. So. So, wunderbar. Und dann ist das sozusagen die Höhe. Haben wir noch eine Schaufel? Nein, dann machen wir uns mal noch eine, weil wir werden jetzt hier auch so ein bisschen was abbauen müssen. Wunderbar. Eine, machen wir gleich mal drei Schaufeln. Stein haben wir ja genug. Eins, zwei und drei. Und wo ich gerade das Eisen sehe, können wir uns auch mal können wir uns Schuhe und Hose machen. Schuhe war nochmal wie, also Hose war glaube ich so, genau, und Schuhe war, das war der Helm, so waren die Schuhe, alles klar, wunderbar, dann tun wir den Rest an Eisen wieder zurück, Schneebälle hoch, so, und dann ziehen wir unsere Rüstung an und dann dürfte uns so schnell nichts mehr passieren. Neulich hatten wir es ja wirklich hart erwischt, da sind wir sogar gestorben. Das lag aber daran, dass wir mit so einem Magiewesen gekämpft haben. So, wie weit soll das denn hier reingehen? Momentan geht das bis hier, aber ich würde ja sagen, wir müssen so ein bisschen schauen, dass wir dann, wenn das Haus sozusagen bis hierhin geht und hier ist dann das Tor, ich mache hier einfach mal so, wenn bis hier das Tor geht, da haben wir Kohle, die kommt mal ein bisschen rein. Dann gibt es Treppe hoch in den ersten Stock, wo man dann auch auf die Terrasse kommt. Na, das war so ein bisschen der Gedanke dahinter. Das heißt, wir könnten das hier eigentlich alles abtragen. Würde ich mal sagen. So, und da skypt mich jemand an. Da schaue ich mal kurz rein. Vielleicht ist das einer vom Team. Okay, wünsche mir viel Spaß bei der Aufnahmesession. Dankeschön. Ja, und hier haben wir ja uns ja einen kleinen, schon ein bisschen was angefangen. Das können wir natürlich, müssen wir natürlich ein bisschen jetzt auch anpassen. Achso, wollt ihr das so weit haben oder bis so? Hm. Da haben wir hier oben dann halt auch noch ein bisschen Platz. Das heißt, hier geht dann das hoch. Da könnten wir im Prinzip da dann auch noch so eine kleine erweiterte Terrasse machen ums Eck. Das heißt, ja, viele Entscheidungen zu treffen. Ich weiß nicht wie. Wir machen es, glaube ich, so breit. Hier haben wir jetzt noch gleich unsere Hütte am Start. Die lassen wir so lange stehen, bis wir natürlich da oben so ein bisschen was haben, wo wir das hinpacken können. Auch wenn das bedeutet, dann auch erstmal nicht mehr... Also das hier können wir eigentlich gleich mal komplett zumachen. Den Keller werden wir später wieder ausbauen. Da habt ihr vielleicht schon gesehen, haben wir hier so ein bisschen angefangen, Sachen abzubauen. Da wollen wir auf jeden Fall einen Keller reinmachen. Da kommt vermutlich auch unser Lager hin. Und da fällt mir jetzt natürlich gerade ein, wir könnten natürlich jetzt schon unser Lager, wo geht's hoch? Hier. Einfach eine Etage tiefer machen. Weil dann haben wir dieses Ding da weg und wir können uns in Ruhe um unser Häuschen kümmern. Das heißt, hier buddeln wir uns einfach eine Etage tiefer. Hier müsste ja auch gleich irgendwo unsere Grabung am Start sein. Da schauen wir jetzt einfach mal. Und zwar in diese Richtung. Okay. War das so tief? Ich weiß es nicht mehr. Wir testen das einfach, nur falls füllen wir es wieder auf. Wir müssen jetzt auf jeden Fall einen Anschluss finden zur anderen
Grabung. Und das heißt, wir buddeln uns einfach hier so ein bisschen durch. Ist klar. Ich hoffe, ihr hört die Musik. Ist ein bisschen leiser jetzt gerade. Letztes Mal fand ich es ein bisschen laut und ich bin, glaube ich, eher dafür, das eher ein bisschen leiser wie zu laut zu machen. Zumal ich jetzt ja auch nicht so die Wahnsinnsmucke ausgesucht habe. So, da haben wir ein bisschen Kohle. Das ist natürlich cool. Und bitte, wir müssten jetzt eigentlich irgendwann mal auf einen Gang stoßen. Vermutlich. Wenn wir in der richtigen Höhe sind. Ja. Ja, was gibt's zu erzählen? Heute bin ich ein bisschen wortkarg. Und was sagt unsere Uhr? Okay, wir nehmen erst 11 Minuten auf. Ist noch alles gut. So, ja, irgendwie kommen wir hier nicht an den Rand. Und ich glaube, wir sind auch schon ein bisschen drüber. Ich schaue mal kurz von oben, ob wir da vielleicht nochmal ein bisschen in die Richtung buddeln können. Das finde ich eigentlich ganz spannend. Ja, wir hätten eigentlich schon längst drauf stoßen müssen. Ich glaube, wir sind in einem Parallelgang. Ja, alles klar. Parallelgang und eins zu hoch sogar noch. Das heißt, wir können sogar noch eins runter. Und da wäre dann sozusagen unser Keller, den wir da auch dann tatsächlich gleich einbauen werden, mit unserer Werkstatt drin. Erstmal. Und dann können wir nämlich uns oben in Ruhe um das Haus kümmern. Darum geht es ja so ein bisschen. So. Gut, hier geht es dann hoch. Da wäre dann sozusagen... Jetzt haben wir hier natürlich eine Dreierhöhe. Da hoffen wir jetzt einfach mal, dass das uns nicht zu einem Problem wird. Die Kohle nehmen wir gleich mal mit. Dann müssen wir uns nachher nicht mehr drum kümmern. Und wenn wir sie brauchen, haben wir sie auch. Wunderbar. Ich sehe nichts. Okay, richtig schön viel Kohle. Sehr geil. Oh. Ist hier eventuell sogar eine Höhle in der Nähe. Das wäre natürlich geil, weil dann könnten wir hier auch gleich einen Höhleneingang bauen. So, Kohle, Kohle. Ordentlich Kohle am Start. Level 10 sind wir auch schon bereits. Das freut mich außerordentlich. Und wir haben genügend Stein dabei, um das Loch hier gleich wieder zu stopfen. Wir werden uns natürlich dann auch überlegen, okay, wie gestalten wir das? Weil jetzt hier einfach so mit Koppel auslegen ist auch nicht so wunderhübsch. Aber, ja, muss, ne? So, oh, da ist auch noch Kohle. Das war's dann aber an Kohle, wunderbar. Dann stopfen wir das Loch hier oben wieder, so. Weil es kann ja sein, dass wir... Also vielleicht buddeln wir das sogar wieder aus. Aber in die Tiefe gehen wir wahrscheinlich erstmal nicht. Das heißt, hier werde ich auf jeden Fall zumachen. Und dann können wir uns auch in Ruhe, ohne irgendwie drüber nachdenken zu müssen, was wir jetzt hier mit diesem Loch machen, können wir uns dann auch in Ruhe mit diesem allen hier beschäftigen. Das würde ich dann auch einfach mal hier mit tun. Das stopfen wir einfach mal. Da müssen wir dann nicht mehr dran denken. Und da kann auch nichts passieren. Wunderbar. Zu das Loch. Bam, bam. Wunderbar. Kann natürlich sein, dass wir es gleich wieder wegmachen, aber so ist das halt. Okay, hier geht's hoch zu unserem Ding. Und das heißt, wir können das hier auch erstmal zumachen, weil wir vermutlich dann da drüben irgendwie runtergehen werden. Damit uns das erstmal nicht stört, mache ich das mal zu. Und ja, das können wir auch abbauen. Wunderbar. Dann kommt hier im Prinzip schon unser Haus hin. Hier haben wir noch ein bisschen Kohle, nehmen wir natürlich auch mit. Herrlich. Geht wie tief runter. Sehr cool, kommen wir wahrscheinlich gleich wieder auf unsere Höhle. Wieder viel Kohle, nehmen wir natürlich alles mit. Wir können gerade gar nicht zu viel Kohle haben, weil wir sind ja momentan auch gerade erst noch dabei, überhaupt unsere Sachen hier zusammenzukriegen. Unser Nahrungsmittel werden wir gleich am Start haben, wenn unsere Felder gewachsen sind. Hier haben wir auch noch schön Kohle. Da sind wir schon an der Grasnarbe, alles klar. So, okay. Dann können wir das aber auch alles wieder stopfen. Ja.
Ja, dann machen wir das. Nö, warum wechselst du auf das hier? Genau, dann gehen wir auch. Machen wir das so. Wunderbar. So. Dann haben wir das hier einigermaßen begradigt. Gehen wir mal auf die andere Seite. Ich vermute mal, dass gerade auch kein Monsterlein am Start ist. Dann schauen wir doch mal, wie weit wir gehen. Okay, wir gehen bis hier. Das heißt hier. So. Da darf also Erde sein. Das heißt, auch hier drüben darf Erde sein. Dann werden wir das hier so ein bisschen bauen. Und ich würde mal sagen, bis wie weit machen wir das denn? Wir müssen das nicht unbedingt bis ganz rüber machen. Vielleicht bis hier. Das Haus schließt ja dann hier an. Und hier kommt dann die neue Etage. Kann auch gut sein, dass diese Erde dann gleich nicht mehr Erde sein wird, sondern dass wir das dann aus Stein machen. Oder also wir werden wahrscheinlich auf jeden Fall den Boden aus irgendeinem Stein machen, aus geschliffenem Stein vielleicht. Da schauen wir einfach mal. Das ist jetzt auch eher so ein bisschen einfach Anhaltspunkt, dass wir wissen, wo wir das wie hinbauen können, wo das Haus hinkommt. Das kommt dann auch weg. Das wird dann sozusagen hier der Aufgang zur Terrasse. Und ja, damit haben wir das schon einigermaßen geklärt. Plöpp, plöpp, machen wir das hin rein, ordnungshalber. So, unsere Kuh ist erwachsen geworden. Sehe ich das richtig? Wunderbar, dann werden wir hier gleich mal eine Fütterung vornehmen. Denn wir wollen ja, dass hier ordentlich viel Kühe am Start sind. Und solange wir noch auf dem Server sind, müssen wir natürlich die Möglichkeit ergreifen, unser Essen zu generieren. So, habe ich gerade voll erschrocken mit dem Geschnaube. Alright. 1, 2, 3. Ja, du, komm mal her. Komm mal her. Komm mal her. Will nicht? Dann machen wir das so. Genau. So, wunderbar. Haben wir schon 6 Kühe gleich. Und dann werden wir gleich 12 Kühe haben, oder? Ne, 3 Kühe. Und so weiter und so fort. Dann haben wir 9. Und aus 9 werden dann 4. Ja, irgendwie so. Es werden also immer mehr werden. 4 und dann werden es 6, glaube ich, und so weiter. Auf jeden Fall werden wir hier dann eine richtig schöne Kuhzucht haben. Und vielleicht können wir dann sogar, weil bei den anderen sehe ich noch gar nicht so viel, was Nahrung angeht, können wir dann den anderen einfach auch ein bisschen was abgeben. Das fände ich eigentlich ganz geil. Und das wäre sowieso eine ganz schöne Idee. Wir haben hier einige Geschenke bekommen. Ich glaube, wir werden jetzt einfach mal, guck mal kurz auf die Uhr, ist schon wieder relativ spät, werden, glaube ich, einfach mal ein paar Brote nehmen, Kisten aufbauen und denen einen Apfel, ein Brot und ein Stückchen Fleisch. Haben wir noch Fleisch? Nö. Ach, wir würden einfach ein Ei oder so reinlegen. Das machen wir jetzt einfach mal, weil ich das so lustig finde. Werden wir dem mal ein Geschenkchen machen, weil wir haben ja auch schon ein Geschenkchen bekommen. Und da revanchiert man sich natürlich sehr gerne. 1, 2, 3. So, genau, es sind ja 3 Grundstücke. 4 Grundstücke mit mir. Deswegen machen wir daraus 3. Dann packen wir mal den Pfeil weg. Die Flachsamen können wir hochpacken. Auch die können wir darüber. Dann brauchen wir das gerade nicht mehr. Das haben wir eigentlich auch noch nie gebraucht. Mülleimer wäre mal nicht schlecht. So, mittlerweile haben wir so viel Kohle, dass wir die sogar, dass wir kaum noch Platz dafür haben, was natürlich sehr cool ist. Hier haben wir en masse Stein. Und Kies haben wir nicht so viel, aber dafür Erde. Okay. Wunderbar. Dann packen wir jeweils, genau, Äpfelchen haben wir dabei, Brot auch. Dann packen wir noch ein paar Eier ein. Und verrottetes Fleisch. Dann haben die so ein schönes Picknick. Und eigentlich bräuchten wir noch Schilder. Ein Schild haben wir. Wie war das denn mit den Schildern? Ich glaube, das war so plus Sticky. Jawohl. Okay, dann brauchen wir natürlich 3 Schilder. Habe ich jetzt nicht genügend? Ja, habe ich natürlich. Ach, haben wir auch? Oh, voll viele Schilder. Okay, alles klar. Dann gehen wir kurz pennen, damit uns keine Zombie überrascht. Und dann machen wir den anderen ein schönes Geschenkchen. Dafür reicht uns die Zeit gerade noch. Ja, ihr seht, das ist unfassbar, was man hier einfach bauen kann die ganze Zeit. So, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Welt. Hoffentlich keine Zombies hier am Start und auch sonst keine anderen Tierchen.
So. Grundstück von Golden LP. Alles klar. Da machen wir doch mal ein schönes Geschenk. Hier sind seine Kühe. Die könnten wir eigentlich auch mal füttern. So, dann packen wir da ein Ei rein. Ein Apfel. Ein Stück Fleisch. Ein Brot. Und verrottetes Fleisch. So. Dann machen wir hier dahin. Picknick. LG Droid Boy. Ja, wunderbar. Steht sogar ein bisschen schräg. Wie cool. Haben wir denn noch? Ne, haben wir nicht. Hat der irgendwo Weizen? Habe mir 4 Tin genommen und dir 12 Sticky reingegeben. Aha. Okay. Sehr cool. So, ich glaube, wir werden gleich seine Kühe einfach mal füttern. Das machen wir jetzt einfach mal. Weil der braucht dringend mehr Kühe. So. Und wir legen ihm einfach auch ein bisschen Weizen rein. Genau. So. Dann nehmen wir mal die 3 Weizen mit. Und bauen hier die Reihe mal kurz ab. So. Ich habe jetzt schon ein paar Folgen von ihm gesehen und er muss immer irgendwie um sein Essen kämpfen. Deswegen gibt es jetzt erstmal so ein bisschen so eine Ration am Start. So, da sind deine Kühe. Hallöchen, Popöchen. So. Dann kriegst du noch ein bisschen Weizen. Wunderbar. Halt, gibt es noch Weizenkörner? Hast du noch welche da? Ja. So, zack. Picknick. So, hier ist mein Grundstück. Die Kühe vermehren sich auch schon so schön. Dann haben wir hier auf der Seite noch ein Grundstück. Und zwar von Steinfels HD. Das ist unser Österreicher, unser Schweizer, glaube ich. Da schauen wir doch mal, was hier los ist. Habe mir Redstone genommen. Okay. Ja, dem geht's geil ab. Super. Schön sortiert alles. Und sieht hier auch wirklich schon ganz schön knackig aus. So. Dann kommt hier das da rein. Ein Ei. Ein Stück Fleisch. Apfel. Brot. Und verrottetes Fleisch. Sehr cool. So, dann hier. Picknick. LG Droid Boy. Weiter geht's. So, dann gehen wir hier wieder raus. Das war meins, genau. Dann haben wir hier noch ein Grundstück. Oh, kann es sein, dass ich eine Kiste zu wenig habe? Ich weiß gar nicht, dass wir so viele haben. So, der Kollege hat jetzt aber auch noch nicht so viel gemacht, seitdem er das letzte Mal hier war. Wer war das denn nochmal? Gleich mal Kontrolle machen. Max, zweites Grundstück. Ach so. Ah ja, dann brauchen wir hier nichts hinlegen, sondern dann gehen wir gleich rüber zu Max. Habe ich mich doch nicht geirrt, was die Anzahl angeht. Wo geht's denn hier rein? Hat er hier zugemacht? Ne, hier ist der Eingang. Alles klar. Wunderschön. Grundstück von Max. Guten Tag. Oh, sehr mondän. Sehr schön. Hier gleich mit ordentlichen Treppchen. Nice, okay. Sehr geil. Okay, ja, ich würde mal sagen, wir machen hier die Überraschung perfekt. Und machen hier oben die Kiste hin. So. Ein Ei. Ein Stück Fleisch. Ein Apfel. Ein Brot. Und ein Stück verrottetes Fleisch. Wunderbar. So, auch bei dir gibt's Picknick. LG Droid Boy. Droid Boy. So, wunderbar. Geilomat. Sehr cool. Ja, sehr geiles Häuschen hier. Sehr schön. Und voll die vielen Kisten anstatt Essen und Samen. Ja gut, zu essen brauchst du nicht wirklich, aber ich dachte mir, das kann dir ganz gut tun. Geil, schön, schön gemacht hier, sehr gut. Bettchen gibt's auch. Ein Traum. Also du, Steinfels, der hat auch wirklich Bock. Das merkt man ihm auch an. Sehr cool. Vielleicht können wir das nächste Mal irgendwie zusammen aufnehmen.
Lass mir noch eine Message da. LG Droid Boy. Nice one. Sehr geil. So, dann geht's wieder mal nach Hause zu uns. Und ja, wir sind nämlich schon fast wieder über der Zeit. Dann essen wir noch ein bisschen was. Und ja, das war's dann auch schon wieder. Unfassbar, wie die Zeit vergeht. Ist echt nicht erträglich. So. Essen wollte ich was. Wir haben noch selbst was zu essen, genau. So, wunderbar. Rein in die gute Stube. Und ja, dann gehen wir mal hier runter und starten nachher hier unten. Direkt neben dem Kupfer. So. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da. Und ansonsten abonniert mich auch gerne mal, um auf dem Laufenden zu bleiben. Ja, vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Und schreibt ein bisschen was in die Kommentare. Ich freue mich immer wie ein kleiner Junge drüber. Und dann würde ich sagen, ja, bis zum nächsten Mal und bis dann. Ciao. Oh, ausloggen.